Abfuck-Posi in der Mitte, wird auch mit einem Frag bedient. Sind jetzt auch auf A drauf, alle über Citybase, Sunny, Lang. Die Runde sieht gut aus für Ayuri. Pot setzt allerdings den Retake über kurz ein. Gute Entscheidung, da nicht komplett über Base zu gehen. Schade. Naja, kann man nicht viel machen. Kann man ihn auch nicht viel vorwerfen. Machen wir immerhin den 9 zu 6 Halbzeit raus. Mit der Pistole im Rücken ist das schon in Ordnung. Eine 10. wäre natürlich schön gewesen, aber 9-6 sollte ja ausreichen, um das Match zu gewinnen. So, braucht der Lano jetzt noch ein bisschen, oder was? Ja, wird gewechselt. Uns kommen direkt die Restarts. Keine Zeit für ein kurzes Werbepäuschen. Sehr lachen, Fero. Finde ich gut, sein Post. Finde ich gut. Frag finde ich auch gut. Okay. Und für Chris natürlich auch. Jetzt haben die W-Spieler ein bisschen versagt. Bei dem Kontext. Boah, was ein Glück irgendwie, dass der nicht direkt nach links guckt. Aber sehr schön. Zweite Pistole für Pot in dem Match. Insgesamt die 4. Pistole von 6 geholt. Also ist doch eine gute, ein guter Schnitt. Und vor allen Dingen holt man beide Pistols wahrscheinlich auch auf den Maps, die man dann gewinnt. Das ist doch souverän. Chris an kurz hat das Problem. Boah, zwei Headshots schon kassiert. Scheint auch keiner HEs vorhanden zu sein. Das hätte man da kurz einfach mal mit Granaten einnehmen können. Boah, kriegst auch den Headshot. Jetzt kommt erst die HE. Verstehe ich nicht, warum die so spät kommt. Kommunikation anscheinend noch nicht. Also. Nicht auf der Höhe. Zehn kommt er vielleicht in die Waffe? Nee. Krasse Runde, aber von den Ayuris. Da sind mächtig viele OSP-Headshots gefallen. Klimax, da kannst du nicht mitspielen. Kannst nur zuschauen. Chris macht danach nur OSP-Eco. Wird dann wahrscheinlich gleich die AWP legen. Lano. So, da wird auch schön geholfen von den Mates. Eine Waffe verlieren ist okay. Ja. Chris holt die sich jetzt auch, somit auch overall keine Waffe verloren, wenn man es genau nimmt. Oh, sollten jetzt aber. Ah, schade, ich dachte, es ist so gepusht. Ganz hinten durch. Da hätte er nämlich jetzt einen Frag bekommen. Hurricane hatte jetzt erst gerade nach hinten gezielt. Für Pot 12 zu 6.
Lano doch keine Arme oder was? Nein, doch AK. Scheint sich aber auch einen direkten B-Split zu geben. Och. Schöner Refrag, jetzt einfach smoken. Ah, Sünke ist schon da. Vielleicht bessere Entscheidung, jetzt nochmal abzubrechen. CTs sind schon Base. Wenn die CTs jetzt gut handeln, jetzt reinflächen, irgendwie flach. Schön gehandelt, schlechte taktische Entscheidung, da doch nochmal B zu gehen. Nils muss das ansagen, dass der Base schon was kommt. Da kam eine Gegenflash. Sollte man dann auf jeden Fall abbrechen. Also verdient Runde für die Finn. Oh really, Poso Gamer? Schön direkt Steg eingenommen. Veranlasst die Jölz da auch ein bisschen zur Base zu schieben. Jetzt vielleicht nochmal den Base-Split ansetzen. Scheinen sie auch zu wollen. Ja, Phaser Mitte raus. Ah. Boah, Jölz ist da abgeflecht, abgesmoked. Jetzt kommt so auf Sunny drauf an, der da weggeflecht werden muss. Boah, sehr schön. Wurde, glaube ich, auch drüber geflecht. Jetzt da gestorben, okay, der Mac. Standard-Eck, aber 10. Solange 10 lebt. Oh, Katas kam der Druck eigentlich ganz gut gedacht von dem Lochspieler. Ich hab's schon wieder nicht gesehen, wer der Spieler war. Das da raus zu pushen. Schade. Nächste verdiente Runde für Ayuri. Hier am B-Spot. Auf jeden Fall immer ganz gute Retakes ansetzen. Wobei es vom Pot natürlich dann auch nicht so verteidigt ist. Mann, oh Mann. Oh, Sunny darf da gleich mal ein bisschen naschen. Und kriegt er sein Om-Nom-Nom-Nom-Nom-Nom. Sunny mit seinem Ace. Hey, 1, 2, 4, 5. Glückwunsch zum Eco-Ace. Wichtigste Ace in seinem Leben, stimmt. Schön die AWP weggeflasht. Phaser kann da wieder Steg einnehmen. Sollten da. Sunny zielt gar nicht rein. Ein Phaser jetzt am A ein bisschen was macht. Jölz Mitte stirbt. Und dann der Bego kommt. Er zieht halt ganz defensiv am Plateau rein. Dieser Phaser sollte am. Ja, okay. Da wenn er sich jetzt. Ah, das. Mann, also entweder er macht so ach, schön von Nano. Runde Dach nochmal eröffnet. Oh, nice. Nano macht echt ein gutes Spiel bei Pot heute. Wie gesagt, ist auch heiß mit seinem Ping. Benimmt jetzt auch die Cutters. Trifft halt den besten Spieler der Finn. Namentlich 10. Der noch keine 10 Frags hat. Schon wieder ein guter Retake für den Finn. Schade, also, was ich sagen wollte. Also, entweder der Phaser macht so, sofort was am A, also ein kurz am Steg, oder er wartet halt, bis die verschieben und versucht dann die Verschieber direkt zu holen. Aber dann sich nochmal allein so zu zeigen. Ah, ist halt nicht so prall. Pott spitzt doch anders. Versuchen es jetzt auch am A. Aber ich weiß nicht, man sollte es vielleicht einfach weiterhin am B probieren. Ich meine, sie kommen ja immer irgendwie B drauf. Allerdings sitzen halt die Verteidigung ist halt überhaupt nicht gut. Vielleicht sollte man da nochmal kurz überlegen, was man besser machen kann. Und dann weiterhin auf den B gehen.
Spiel verschoben auf Montag. Was Alternate oder was? Nein. Hab mich schon gefreut. So, kurz geschaut. Jetzt durch. Oh, lang kommt jetzt noch verzögert. Okay, passt sich jetzt vor. So, macht auch den Frag. Nice. Sehr schön in die Zange genommen. Lano passt doch bitte auf. Sehr schön. Jölz auch bekannt. Ah, wäre wirklich schade, wenn das Spiel von Alternate heute verschoben wurde. Lars Bob, if you're watching my stream right now, you can send me a message on facebook.com/bomumtv. If you want to talk with me. So, 4 zu 4, Moment, jetzt bin ich gerade 9-6, genau. Ergebnis sollte so. Nee, Pot hat 13 schon. So rum ist richtig. Gespottet. Oh, man macht den spielt den Go. Gegenfläche ist kommen ein bisschen zu spät. Pot kommt durch. Machen auch den Frag. Sehr schön. Christy passt auch auf. Sauber. Lano jetzt kurz. Nice. Macht auch den Frag von hinten. Boah, da ist noch einer kurz. Ich glaube, Lano weiß es auch. Da abge. Oh. Chris wollte in der Bang, hätte vielleicht nicht schießen sollen. Aber Pott mit der 14. Runde, freut mich. Ja, ich werde es gleich dann nochmal in Erfahrung bringen, ob das Alternate-Match wirklich verschoben ist. Allerdings kann es gut durchaus sein, weil der Brand hat mir vorhin dann nicht geantwortet. So, ein bisschen allein reingedaddelt von 10. Macht zwar einen Frag, kriegt kassiert, aber direkt Refrag und das ist immer besser für die T's. So, nehme jetzt aber Steg wieder ein. Aber wenn er jetzt eine Flash kommt, naja, sie blocken weiter den Steg. Die Frage ist, ob Pot da. Ich glaube nicht, dass sie mit einer Flash rumziehen. Eine kommt, aber die kommt halt lang. Schön. Gut kontrolliert, Steg eingenommen. Und Pot macht jetzt das Draw. Da lege ich mich fest, sage ich dir nichts mehr machen können. Kriegt doch das Gesicht von Phaser. Sehr schön, Pot. 15-10 hätte ich echt nicht gedacht. Also muss ich wirklich nochmal sagen, habe ich auf Newcraft, glaube ich, vorhin schon gesagt. Ja, ich gedacht, die Finnen sind besser, aber irgendwie. Doch nicht. Freut mich allerdings. Gerade in Anbetracht der Lineup-Umstrukturierung, also dass man nicht mehr mit dem RS-Lineup spielt, sondern mit dem festen Lineup, ist das doch alles ganz gut. CDs haben auch kaum noch Geld. Oh, direkter Retake wird anscheinend gesucht. Ist down, 10 ist tot. Beide über City Base. Oh, die Fläche sitzen aber noch. Wenn er den noch gemacht hätte. Ist auch bekannt. Ah ja, musste sogar gerade reloaden. Hätte Nielsen vielleicht noch machen können.
One-on-one. Sync gemacht's noch. Eieiei. Dass man nicht einfach mal den Sack dicht machen kann. Lano wieder mit AWP. Ganz langsamer Aufbau. Ich glaube, Jölz ist. Ja. Ist da auf der Kiste geboostet. Schleichen. Ah, sie springen jetzt kurz. Haben alle gerade Hex in der Hand gehabt. So, was spielt man jetzt? Ja, man nimmt noch Steg ein. Sollte man auch tun, wenn man gesprengt hat. Schaden auch nutzen. Boah, schöner Schuss von Nils da wahrscheinlich. Ja. Kommt auch mit 4 AP raus. Boah, wenn sie jetzt den Gore einfach mal durchziehen würden. Phaser macht zum Glück den Frag an lang. Kann jetzt auch Jölz. Können sie Jölz jetzt einen in die Zange nehmen? Der rusht Phaser sogar. Aber egal, sind auf Spot drauf, haben die Überzahl. Steg ist auch super gepusht von Hurricane. Da können sie ja komplett auf Lang und City Base konzentrieren. Ach, der geht ja nicht so rein. Boah, schöner Fle. Na, schade. Langer Stray vom ersten. Kurzer Stray vom Netz hinter dem. Sehr schön. 16. Oh Gott, ich glaube, ich habe eine Runde vergessen. Ich glaube, 16:11 jetzt war's. Nee. Ich weiß gerade nicht. Lefler war es doch 16:10. Sorry, wenn ich jetzt hier eine Runde vergessen habe. Die sind so vertrottelt, dass ich jetzt nicht nochmal nachgucken konnte. Nun gut. Danke fürs Einschalten, Jungs. Hier in der Balkan League. Balkan Europe Counter-Strike League Season 2. Gratulation an Pot nochmal für den Sieg hier. Und Pot steht jetzt im nächsten Spiel auch Wikipediots gegenüber. Und das wird wahrscheinlich eine kleine Zerstörung werden, aber ich bin gespannt. Ich werde es wahrscheinlich auch streamen, wenn ich Zeit habe. Im oberen Baum haben wir übrigens noch Istralis, glaube ich, gegen Anexus offen. Das könnte noch ein ganz nettes Match werden. Ja, es gegen Entity, keine Ahnung. Also Istralis gegen Anexus werde ich vielleicht auch noch casten und dann halt irgendwann noch Pot gegen Wikipediots. So, werden mich angeschrieben. Ah, okay, wurde gerade bestätigt. Also Alternate ist doch verstorben auf Montag. Danke da an den Brand nochmal. Das heißt, ich bin offline. Und wir sehen uns dann spätestens am Montag wieder bei Alternate gegen Odessa oder wie die hießen. Naja, ich bin offline, haut rein, habt noch einen schönen angenehmen Tag und einen schönen Feiertag auch, schönes Restwochenende, kein Restwochenende, sondern ein schönes langes verlängertes Wochenende. Bis denne und tschö.